بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr geehrten Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir unsere Reihe fortführen wollen über die Zeichen des jüngsten Tages. Wir hatten in der letzten Woche über einige wichtige kleine Zeichen gesprochen gehabt, wobei wir auch schon den Übergang gemacht hatten zu der zweiten Kategorie der kleinen Zeichen. Und zwar Zeichen, welche eingetreten sind, aber sich wiederholen können. Zeichen, welche eingetreten sind, aber sich wiederholen können oder andauern. Und wir wollen heute inshallah ta'ala ganz konkret weitermachen mit dieser Kategorie von Zeichen, wo, wie gesagt, es teilweise sich um historische Sachen handelt und teilweise auch um Dinge, welche immer noch heutzutage vorhanden sind. Welche Zeichen hatten wir denn letzte Woche besprochen gehabt? Wir haben einmal über die Khawarij gesprochen gehabt. Ja, und haben auch aufgezeigt gehabt, bei den Khawarij handelt es sich um eine Gruppe, welche zwar in der Geschichte einmal aufgetreten ist, aber sich wiederholen können. Und auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das angekündigt hat, indem er nämlich davon gesprochen hat, dass es vor dem jüngsten Tag, am Ende der Zeit, nochmal solch eine Gruppe geben wird. Sie haben dieselben Eigenschaften wie die erste Gruppe, der Khawarij, aber sie sind unter anderen Umständen erschienen. Und subhanallah, nach 1400 Jahren ja, haben wir dann diese Gruppe dann auch mit eigenen Augen sehen können. Wir haben auch aufgezeigt gehabt, dass die meisten Gelehrten oder ein Großteil der Gelehrten heutzutage gesagt hat, dass das, was der IS gemacht hat ja, und diese Anhänger genau also diesen Eigenschaften, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genannt hat, entsprechen. Subhanallah. Wie die Faust aufs Auge. Wie die Faust aufs Auge. Wir hatten ebenfalls das Feuer im Hijaz genannt gehabt, über das wir nicht mehr sagen konnten, als dass es wahrscheinlich im Jahr 654 nach der Hijra dann auch erschienen ist und die Leute dieses Feuer dann auch gesehen haben. Viel mehr können wir nicht sagen. Wir haben über die Lügner und Scharlatane vor der Stunde gesprochen gehabt. Das heißt, die Lügenpropheten. Und haben aufgezeigt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam davon gesprochen hat, dass es um die 30 sind und haben einige Namen auch diesbezüglich erwähnt gehabt. Wir haben über die Ausbreitung des Islams gesprochen gehabt, dass sich der Islam ausbreiten wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es sagte. Und auch über die Ausbreitung der Sicherheit, sodass ein Reiter, ein Reisender von Sana'a nach Hadramaut reisen kann, ohne sich fürchten zu müssen, außer vor Allah Ta'ala und vor dem Schaf oder vor dem Wolf, der das Schaf angreifen könnte. Das ist alles. Das ist alles. Tamam. Und jetzt, inshallah Ta'ala, wollen wir uns weitere Zeichen anschauen, welche zu den kleinen Zeichen gehören. Und eines der Zeichen, welches der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angesprochen hat, ist, dass das Kalifat nach dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wa sallam abgeschafft werden wird. Und hier haben wir einige Hadithe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, welche darauf hindeuten. Zunächst einmal gibt es einen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns Muslime dazu aufgefordert hat, an seiner Sunna festzuhalten und an der Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. An seiner Sunna und an der Sunna der rechtgeleiteten Kalifen. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass es Kalifen geben wird nach seinem Tod, welche mit seiner Rechtsanleitung, mit seinem, nach seinem Vorbild regieren werden. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, addu alaiha bin nawajiz. Haltet daran fest, so als würdet ihr das mit euren Backenzähnen sozusagen festbeißen, euch daran festbeißen mit euren Backenzähnen. Addu alaiha bin nawajiz.
Und die Muslime sind sich darüber einig, zumindest die Sunniten, dass es diese ersten vier Kalifen gewesen sind, die ersten 30 Jahre, in denen es dieses rechtgeleitete Kalifentum gab. Und was ist eigentlich ein Kalif? Ein Kalif ist ein Khalife. Und ein Khalife ist ein Nachfolger des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf was? In Bezug auf die Leitung der Umma. Nicht in Bezug auf das Prophetentum, sondern in Bezug auf die Leitung der Umma. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Prophet gewesen ist, der nicht nur die Aufgabe hatte, die Botschaft Allahs zu verkünden, sondern der auch gleichzeitig eine politische Funktion innehatte. Das hatten nicht alle Propheten. Es gab Propheten, die waren nur Propheten. Isa alayhi salam war nur Prophet gewesen. Er hatte keine politische Funktion inne. Es gab viele Propheten unter den Benu Israel, welche lediglich Propheten waren. Und welche auch nicht einmal das Recht hatten, zu kämpfen. Sondern, wo die Benu Israel gesagt haben, bitte Allah darum, dass er einen König schickt, damit wir kämpfen können. Wie in der Geschichte von Talut gegen Jalut. Die Benu Israel haben ihren Propheten gebeten, bitte Allah, dass ein Prophet gesandt wird, ein König ernannt wird. Und Allah Ta'ala, er ernannte dann wen zum König? Talut. Und sie haben sich dann dagegen gestellt. Aber worauf deutet das hin? Es deutet darauf hin, dass nicht jeder Prophet auch politische Führung übernehmen durfte. Sondern Allah Ta'ala bestimmte Propheten auserwählt hat. Zu diesen Propheten gehörten dann auch Dawud alayhi salam, Sulaiman alayhi salam. Das sind alles Propheten, welche auch eine politische Führung innehatten und eine politische Funktion. Und ein Khalife ist demnach jemand, der in die Fußstapfen des Propheten sallallahu alayhi wa sallam tritt, in Bezug auf die politische Führung. Er leitet die Umma. Und zwar nach dem Vorbild des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Also ein Nachfolger in diesem Sinne. Ein Khalife kann aber auch bedeuten, ein Khalife Allahs auf der Erde. Das heißt, ein Statthalter Allahs auf Erden. So wie es Allah Ta'ala gesagt hat, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَ. Und einst sagte dein Herr zu den Engeln, ich werde auf der Erde einen Statthalter einsetzen, der die Aufgabe hat, die Gebote Allahs umzusetzen. Kommen wir zurück zu diesem Aspekt. Das heißt, die ersten vier Kalifen sind alle rechtgeleitet gewesen. Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns aufgezeigt, dass diese Zeit relativ schnell vorüber sein wird. Und dass das Erste, was vom Islam abgeschafft werden wird, die Regierung ist. Der Hukm. Also das Regieren im Sinne Allahs und das Regieren im Sinne des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nach dem Vorbild unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und hört euch mal folgenden Hadith an. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: "Latanqudunna 'ura al-Islam 'urwatan 'urwa." Die Knoten des Islam werden nacheinander aufgelöst werden. Damit sind die Stützpfeiler des Islams gemeint. Jedes Mal, wenn ein Knoten aufgelöst wird, halten die Menschen am nächsten fest. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَى الْحُكُمْ. Und das Erste, was aufgelöst wird, der erste Knoten, der aufgelöst wird, ist das Regieren. Also das Regieren im Sinne Allahs. Und das Letzte, das Gebet. Also der letzte Knoten, der aufgelöst werden wird, ist das Gebet. Und das ist genau so gewesen, subhanallah. Schon noch in der Zeit der Sahabe wurde der Hukm im Sinne des Propheten sallallahu alaihi wasallam und nach dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgelöst. Und zwar nachdem Muawiyah ibn Abi Sufyan an die Macht gekommen ist, radiyallahu anhu arda. Wir sagen trotzdem radiyallahu anhu arda, obwohl wir wissen, dass er nicht so regiert hat, wie es eigentlich sein sollte, weil er nämlich einen fatalen Fehler gemacht hat. Er hat nämlich die Monarchie eingeführt. Anstelle der Khilafa.
Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das wie gesagt vorausgesagt. Und auch in anderen Hadithen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar uns aufgezeigt, wie sich die Umma entwickeln wird in Bezug auf das Regieren. In Bezug auf das Regieren. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es Imam Ahmad überlieferte von An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir sagte: "Kunna julusan fil Masjid." Wir saßen in der Moschee. Und dann kam ein Mann, der hieß Abu Tha'laba al-Khushani. Und er fragte dann: "Ja Bashir, kennst du einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Amira, also auf die Herrscher, die Emire auswendig? Die Führer?" Woraufhin Hudhaifa sagte: "Ich kann seine Predigt auswendig, seine Khutba." Abu Tha'laba saß, setzte sich hin. Und Hudhaifa sagte daraufhin: "Ja Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte: "Takunu an-nubuwwatu fikum ma sha'a Allah an takun." Das Prophetentum wird unter euch weilen, solange es Allah will. "Thumma yarfa'uha Allah idha sha'a an yarfa'aha." Daraufhin hebt es Allah auf, wenn er möchte, dass es aufgehoben wird. Also das Prophetentum endet, wenn Allah möchte, dass es endet. "Thumma takunu khilafatun ala minhaji an-nubuwwah." Und dann wird es ein Kalifat geben nach dem Vorbild des Prophetentums, also im Sinne des Prophetentums, nach der Methodik des Prophetentums. "Fatakunu ma sha'a Allahu an takun." ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. Und dieses Kalifentum wird unter euch weilen, bis Allah es aufheben wird. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها." Und daraufhin wird es eine bissige Herrschaft geben. Von عاض ist bissig, also es wird Unrecht geschehen. Ja? Und wenn Allah möchte, wird es dann auch aufgehoben, nachdem es unter euch weilte, solange Allah es will. "Thumma takunu mulkan jabriya." Und dann wird es eine Zwangsherrschaft geben, also wie Diktaturen, eine Zwangsherrschaft geben. "Fatakunu ma sha'a Allahu an takun." Und das wird so lange bleiben, wie Allah es möchte. "ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها." Woraufhin Allah es aufheben wird, wenn er möchte, dass es aufgehoben wird und enden soll. "ثم تكون خلافة على منهاج النبوة." Und dann wird es noch einmal ein Kalifentum nach dem Vorbild des Prophetentums geben. Und dann, das ist der Hadith. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier die politische islamische Geschichte schon vorhergesagt. Und so, wie wir das jetzt so sehen können, ist es wirklich so eingetreten. Und wir leben ja auch in einer Zeit, wo in vielen Ländern Diktaturen herrschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, und dann wird es ein Prophetentum, ein Kalifat geben nach dem Vorbild des Prophetentums. Das ist das, was wir jetzt eigentlich dann zu erwarten haben. Subhanallah. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also aufgezeigt, dass die islamische Regierung, also im Sinne des Islams, so wie es Allah wollte, nach der Rechtleitung des Islams und des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgeschafft werden wird. Und wir müssen auch als Muslime uns eingestehen, dass eine der größten Probleme, welche wir immer wieder auch über die Jahrhunderte hatten, immer diese Frage des Regierens ist. Und dass sich die Muslime meistens leider immer wieder auch selbst geschwächt haben, indem sie sich nämlich deswegen bekämpft haben. Und nicht wirklich so regiert haben, wie es eigentlich sein sollte, nach dem Prinzip der Schura und nach dem Prinzip der Gerechtigkeit. Es gab viele gute Phasen in der islamischen Geschichte, gar keine Frage. Aber es gab auch leider viele schwierige Phasen in der islamischen Geschichte, welche es dann auch den Feinden erleichtert haben, dass sie Oberhand gewinnen über die Muslime. In Andalusien, Al-Andalus, haben Muslime 8 Jahrhunderte lang geherrscht. Und es war eine unglaublich fruchtbare Zeit. Eine Zivilisation wurde geschaffen, ohne die das heutige Europa gar nicht denkbar wäre. Das heißt, eine Renaissance in Europa, so wie wir es im Geschichtsunterricht lernen, wäre nicht denkbar ohne Al-Andalus.
ohne das Wissen, was die Europäer aus Al-Andalus dann importiert haben und übernommen haben, wäre nicht denkbar gewesen. Und was ist der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum die Muslime aus Al-Andalus vertrieben wurden? Dass sie sich gegenseitig bekämpft haben. Jeder wollte herrschen. Jeder kleine Emir hat den anderen kleinen Emir bekämpft. Warum haben es die Mongolen, über die wir heute sprechen werden, inshallah ta'ala, es geschafft, die Hälfte der islamischen Welt zu überrennen? Weil sie auch hier nicht zusammengehalten haben, sondern weil sie sich gegenseitig bekämpft haben. Und das Gleiche gilt auch für die Zeit des Kolonialismus und so weiter und so fort. Auch in unserer heutigen Zeit sehen wir das immer wieder. Ja? Dieses gegenseitige Bekämpfen, anstatt dass wir uns konzentrieren auf die wirklich wichtigen Dinge dieser Umma und uns darin wenigstens einig sind. Aber leider geschieht das ebenfalls nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, meine lieben Geschwister, er wurde einmal diesbezüglich befragt. Er wurde einmal diesbezüglich gefragt von einem Wüstenaraber. Und zwar wird von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer Sitzung saßen. Und dann kam ein Wüstenaraber und er sagte, Matas Sa'a, wann ist die Stunde? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach weiterredete, ohne ihm zu antworten. Und die Leute haben sich dann gewundert und haben gesagt, er hat gehört, was er gesagt hat, aber er mochte es wahrscheinlich nicht. Und andere haben gesagt, nein, er hat ihn nicht gehört, diesen Wüstenaraber. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann fertig war mit seiner Rede, sagte er, Ayna sa'ilu ani sa'a, wo ist derjenige, der nach der Stunde gefragt hatte? Und der Mann sagte dann, Ha ana dha ya Rasulallah, hier bin ich, o Gesandter Allahs. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin zu ihm, Iza duyi'ati al-amanatu, fantadhiri sa'a. Wenn die Aman verloren geht, dann erwarte die Stunde. Und dann fragte der Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wa kayfa ida'atuha? Und wie geht sie verloren, o Gesandter Allahs? Und er sagte, idha wussida al-amru ila ghayri ahlihi, fantadhir as-sa'a. Wenn die Angelegenheit, das heißt die Verantwortung innerhalb der Umma, Leuten übergeben wird, welche ihr nicht gerecht werden, die nicht qualifiziert sind, die das für persönliche Dinge machen, so erwartet die Stunde. Subhanallah. So erwartet die Stunde. Das heißt, auch diese politischen Entwicklungen, die wir haben, sind Anzeichen für die Stunde. Sind Anzeichen für die Stunde. Ein weiteres Zeichen von den Zeichen des jüngsten Tages ist die Verbreitung von erfundenen Hadithen. Die Verbreitung von erfundenen Hadithen. Es wird überliefert, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, يَكُونُ فِي أَخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّبُونَ. Am Ende der Zeit wird es viele Scharlatane geben, Lügner geben. يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَدِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. Sie werden euch Hadithe vorlegen, von denen weder ihr noch eure Väter etwas gehört habt. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Wehe ihnen und wehe euch. لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. Dass sie euch nicht in die Irre führen und dass sie euch nicht in Versuchung bringen. Mit den Ahadith kann natürlich hier gemeint sein, Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Okay. Mit den Ahadith kann natürlich hier Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemeint sein, durch die man in die Irre geführt wird. Oder auch Predigten, Worte, welche die Menschen in die Irre führen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat grundsätzlich davor gewarnt, dass über ihn Lügen ersonnen und erfunden werden. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist einer der wenigen Mutawatir-Hadith. Ich erkläre gleich, was ein Mutawatir-Hadith ist. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Man kathaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wer über mich absichtlich eine Lüge ersinnt, der kann seinen Platz in der Hölle schon einnehmen. Was ist ein Hadith Mutawatir?
Kennt jemand von euch das Wort Mutawatir? Das ist ein sehr wichtiges Wort. Was? Ja, vom Wiederholen, aber was bedeutet das konkret? Was ist ein Hadith Mutawatir? Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Diesen Begriff muss jeder von euch kennen. Mutawatir ist ein sehr wichtiger Begriff, den jeder Muslim kennen sollte. Ein Hadith, der so oft unabhängig von Mutter überliefert ist, dass man sich nicht hätte einigen kann auf einer Lüge. Ja, sehr gut. Eine Überlieferung, welche in jeder Überlieferergeneration, also schon von den Sahaba an und dann auch den kommenden Generationen, von so vielen Menschen überliefert wurde, dass man ausschließen kann, dass solch eine große Gruppe von Menschen sich auf eine Lüge hätte einigen können. Ja? Nehmen wir mal eines als Beispiel, damit wir das verstehen, das ist wichtig. Wie viele Leute sind jetzt hier? Sagen wir mal um die 50 Leute, tamam? Ungefähr. Sagen wir mal 50 Leute sind jetzt hier. Und jetzt sage ich etwas. Ich sage zu euch jetzt einen Satz oder diesen Hadith. Ja, der Prophet hat gesagt, so und so und so, wer über mich eine Lüge ersinnt. Und jetzt geht ihr alle nach Hause. Es geht ihr alle nach Hause und erzählt allen, alle zu Hause diesen Hadith oder das, was ich gesagt habe. Und die Leute von euch zu Hause erzählen das weiter. Und alle erzählen dasselbe. In solch einem Fall kann ich von einem Mutawatir Hadith sprechen. Warum? Weil alle, die hier sitzen, kennen sich nicht untereinander. Viele kennen sich, aber nicht alle kennen sich. Ja? Vielleicht die Brüder, aber die Schwestern wiederum nicht. Und wenn alle dasselbe erzählen, dann können wir davon ausgehen, dass es sich hierbei um die Wahrheit handelt. Dass es sich hierbei um die Wahrheit handelt. Weil es macht keinen Sinn, ja, dass sich so viele verschiedene Leute, die sich nicht mal beim Namen kennen, die sich vielleicht nur beim Unterricht gesehen haben, ja, alle das Gleiche ausdenken oder sich absprechen würden. Ja, sich absprechen würden. Ja. Und das ist dann ein Mutawatir-Hadith. Tamam? Und der Koran ist beispielsweise komplett Mutawatir überliefert worden. Der Koran ist komplett Mutawatir. Und deswegen sind wir zu 100% sicher, dass das wirklich die Worte sind, die auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam durch Jibril alaihi salam herabgekommen sind. Die durch Jibril alaihi salam dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam offenbart wurden. Tamam? Und einer dieser Mutawatir-Hadithe ist, ja, wer über mich absichtlich eine Lüge ersinnt, der kann seinen Platz im Höllenfeuer schon einnehmen. Dieser Hadith wurde von 70 Sahabis überliefert. Von 70 Sahabis. Ja? Unabhängig voneinander, subhanallah. Ja? Und deswegen ist er absolut sozusagen authentisch. Absolut. Ich muss nicht mal nachprüfen, welche Überliefererkette, weil ich habe 70 Leute, die ihn überliefern, subhanallah. Ja, das hast du bei ganz wenigen Hadithen. Es gibt vielleicht zwei, drei Hadithe, von denen man wirklich sagen kann, dass sie Mutawatir sind. Okay. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste also, dass es diese Problematik gibt. Und das ist sehr gefährlich. Warum ist es gefährlich? Es ist gefährlich, weil Worte in den Mund des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt werden, die er nicht gesagt hat. Und wenn ich sage, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das gesagt, dann bedeutet das für mich, es ist verbindlich, es ist Religion. Und deswegen ist es so gefährlich. Ich kann also die Religion verfälschen. Und das große Problem der vorherigen Religion vor dem Islam ist welches gewesen? Dass die Leute Sachen hinzugedichtet haben. Von sich aus. Und das spricht auch der Koran immer wieder an. Sodass wir nicht mehr wirklich zu 100% sagen können, das geht auf Allah zurück und das geht auf die Gelehrten zurück oder auf diejenigen, die das erfunden haben. Weil wenn es auf Menschen zurückgeht, wie du und ich, dann ist das für mich nicht verbindlich. Aber wenn es auf Allah zurückgeht, dann ist es für mich verbindlich. Wenn es auf den Propheten zurückgeht, sallallahu alaihi wa sallam, dann ist es für mich verbindlich. Und deswegen haben die Gelehrten auch eine Wissenschaft entwickelt, welche ein Alleinstellungsmerkmal hat in der islamischen Wissenschaft. Und zwar die Hadith-Wissenschaft. Eine unglaublich wichtige Wissenschaft, auf die wir als Muslime stolz sein können. Die leider aber immer wieder angezweifelt wird. Von leider auch Muslimen, welche behaupten, wir bräuchten die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht. Wir könnten die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam grundsätzlich in Frage stellen. Und dann mit vielen Scheinargumenten kommen. Es ist sehr gefährlich. Warum? Weil wenn wir die Sunna komplett weglassen, unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dann fehlt uns das praktische Vorbild,
wie wir überhaupt den Koran zu verstehen haben und wie wir den Koran auch wirklich umsetzen können. Jeder Mensch braucht, egal in welcher Wissenschaft, in welchem Lebensbereich, ein praktisches Vorbild. Du kannst noch so viel theoretisches Wissen lernen. Du kannst ganze Bücher in der Medizin auswendig lernen. Wenn du aber nie gelernt hast, wie du dieses Wissen umsetzen kannst in der Praxis, wirst du nicht operieren können und wirst du niemanden behandeln können. Funktioniert einfach nicht. Weil das theoretische Wissen ist das eine und das praktische Wissen ist das andere. Ich brauche beides. Beides muss miteinander verbunden werden. Und der Koran ist die Rechtleitung, die Anleitung für unser Leben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist der Meister, der uns beigebracht hat, wie wir diese Anleitung in unserem Leben umsetzen können. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gesagt, er hat davor gewarnt, es wird Hadithe geben, die im Umlauf sind. Aber Alhamdulillah, wir haben diese Soldaten der Sunna, welche die Sunna verteidigt haben. Und welche ganz genau unterscheiden konnten zwischen einem starken Hadith und einem schwachen Hadith. Einem erfundenen Hadith und einem authentischen Hadith. Und die dann auch gesagt haben, der Isnad ist ein Teil der Religion. Die Überliefererkette ist ein Teil der Religion. Würde die Überliefererkette nicht da sein, dann würde jeder sagen können, was er möchte. Subhanallah. Also, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat vorausgesagt, dass es Menschen geben wird, welche Hadithe erfinden werden. Und gleichzeitig hat er auch vorausgesagt, das füge ich jetzt mit hier hinzu, obwohl ich es jetzt gerade vor mir habe, ja, aber das passt zu diesem Punkt, ein weiteres Zeichen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass es Menschen geben wird, welche die Sunna komplett verleugnen werden. Es gibt eine Überlieferung von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagt, dass eine Person auf einer Art, einem Sitz sitzen wird, eine Art Couch. Und dann kommt jemand zu ihm mit einem Hadith und sagt, ja, das brauche ich nicht, ich habe den Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam daraufhin aufgezeigt hat, dass das, was er sagt, kein Widerspruch ist zum Koran. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat vorausgesagt, es wird Menschen geben, welche die Sunna ablehnen werden. Und welche sagen werden, ich stütze mich nur auf den Koran. Und diese Menschen gab es schon immer. Es ist nicht so, dass es sie nicht gab. Nur in der früheren Zeit waren es relativ wenige gewesen, einzelne Leute, die nicht ernst genommen wurden. In unserer heutigen Zeit ist es so, dass es mittlerweile ein Phänomen darstellt. Ein Phänomen darstellt durch die sozialen Netzwerke. Die meisten Menschen haben nicht wirklich Ahnung. Die haben sich noch nie mit der Hadith-Wissenschaft beschäftigt. Ich halte gerade ein Seminar online, ja, über ein Institut, ja, über Hadith-Wissenschaft. Und ich muss ganz offen sagen, die meisten Menschen wissen nicht Bescheid über die Hadith, haben sich noch nie mit der Thematik auseinandergesetzt. Und sie schauen sich dann ein Video an auf YouTube oder lesen einen Post von irgendjemandem, der dann die Sunna in Frage stellt und sagt, oh krass, ja stimmt. Obwohl er gar keine Ahnung hat. Er redet einfach das, sozusagen findet das plausibel, aber er weiß überhaupt nicht, worüber er redet. Hat keine Expertise und die Person, die das erzählt, hat auch keine Expertise. Verbreitet irgendwelche Irrlehren, irgendwelche Scheinargumente. Und die Leute, die einfachen Leute, die glauben das. Und sie machen das mit einer guten Absicht, um die Religion zu verteidigen. Sie denken, sie verteidigen damit die Religion, indem sie nämlich klare Quellen, die authentisch überliefert wurden, verleugnen. Und das ist ein Trend geworden, der sehr gefährlich ist, vor dem man aufpassen muss. Warum? Ich sage euch warum. Weil wo endet dieser Trend? Er endet meistens im Ilhad. Ilhad ist Atheismus. Weil wenn ich anfange, die Sunna zu verleugnen, aufgrund einiger Dinge, die mir nicht gefallen, dann kann ich nämlich auch anfangen, am Koran zu zweifeln. Wieso? Weil diejenigen, welche die Sunna überliefert haben, haben auch den Koran überliefert. Das sind dieselben Leute. Also diejenigen, von denen wir die Sunna haben, von denen haben wir auch den Koran, das ist das Erste. Und auch im Koran gibt es Gebote, welche ich vielleicht mit der heutigen Moderne nicht eins zu eins in Einklang bringen kann. Es gibt Gebote, wo ich mir Gedanken machen muss. Fange ich jetzt an, auch Ayat aus dem Koran zu streichen, weil mir das nicht gefällt?
Das heißt, ich habe genau dasselbe Problem. Ich habe genau dasselbe Problem. Und deswegen, ja, muss ich aufpassen vor solchen Aufrufen im Internet oder solchen Videos oder Leute, die Scheinargumente verwenden. Nein, ja, wir haben als Muslime zwei Quellen, den Koran und die Sunna. Bei der Sunna müssen wir überprüfen, ist der Hadith authentisch, ist er nicht authentisch, ist eine andere Sache. Und dafür haben wir Gelehrte. Wir müssen den Hadith versuchen zu verstehen, das ist eine andere Sache. In seinem historischen Kontext verstehen, das ist eine andere Sache. Aber einfach sagen, diesen Hadith gibt es nicht. Oder er ist abzulehnen, obwohl er authentisch ist. Damit macht man es sich viel zu einfach und man wird auch unglaubwürdig. Warum? Weil dann kommen nämlich andere Leute, Nicht-Muslime oder auch Atheisten oder Leute, die vom Islam abgefallen sind und sagen, ja guck mal, ihr nehmt euch die Hadithe beliebig sozusagen, die euch gefallen und die anderen lasst ihr einfach beiseite. Was ist eure Methodik eigentlich? Nach welcher Methodik geht ihr eigentlich? Also man stellt sich selbst ein Bein damit, subhanallah. Man hat keine klare Methodik. Weil wo kann ich dann sagen, ja, diesen Hadith kann ich, was ist der Maßstab für uns konkret? Wo ist der Maßstab dafür, dass ich einen Hadith annehme oder nicht? Da muss ich konsequent sein und alles ablehnen. Ja? Aber dann ist das Tor geöffnet, um auch den Koran anzugreifen. Also ich habe damit eine große Problematik. Und am Ende führt das dazu, dass die gesamte Religion und die Quellen der gesamten Religion angezweifelt werden. Kommen wir zu den nächsten Zeichen. Das heißt, ja, einmal hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, es werden sich Hadithe verbreiten, welche nicht authentisch sind und wo Leute etwas über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam ersinnen. Und auf der anderen Seite hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam vorausgesagt, dass es Menschen geben wird, welche die Sunna ablehnen werden. Kommen wir zum nächsten Zeichen. Und zwar handelt es sich hierbei um ein historisches Zeichen. Was eigentlich schon geschehen ist. Es geht nämlich um den Kampf gegen das Turkvolk. Um den Kampf gegen das Turkvolk. Man sagt wirklich Turkvolk mit U, nicht mit Ü. Deswegen heißt es auch Turkologie und nicht Türkologie. Ja, also es gibt ja das Fach Turkologie, wie Arabistik, Turkologie. Ja, ja, also das Turkvolk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in vielen Hadithen über einen Kampf gesprochen, eine kriegerische Auseinandersetzung der Muslime gegen die Turkvölker. Und ich möchte einige dieser Hadithe insha'Allah ta'ala einfach mal zitieren. Oder zumindest einen davon. Ich habe auch hier die Übersetzung, das macht es leichter insha'Allah ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wie es Abu Huraira überlieferte, die Stunde wird nicht anbrechen, ehe ihr nicht gegen die Türken gekämpft habt. Deren Augen klein, deren Gesichter rot und deren Nasen platt sind, als wären ihre Gesichter gehämmerte Schilde. Also von Schild, der Schild. Die Stunde wird nicht eintreten, ehe ihr nicht gegen ein Volk kämpft, deren Schuhe aus Haaren gefertigt sind. Deren Schuhe aus Haaren gefertigt sind. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat also hier ganz klar beschrieben, dass die Muslime gegen Turkvölker kämpfen werden. Und er hat sie auch beschrieben. Und dass eigentlich relativ schnell klar wird, wer damit gemeint ist. Und zwar, wer hatte denn eigentlich genau diese äußerlichen Eigenschaften in der Geschichte gehabt, der auch gegen die Muslime gekämpft hat? Welches Volk war das gewesen? Die Mongolen. Und die Mongolen sind Turkvölker. Das ist ganz wichtig. Ja? Die Mongolen sind Turkvölker. Sehr, sehr wichtig, ja, weil die ursprünglichen Türken stammen ja auch aus dieser Region. Ja, also hier unsere türkischen Geschwister, ja, stammen auch ursprünglich, bevor sozusagen dann die Turkvölker dann Richtung Kleinasien ausgewandert sind, sie stammen ja ursprünglich aus dieser Region. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat darüber gesprochen. Und er hat aufgezeigt, dass es zu solch einem Kampf kommen wird. Und es sollte auch dazu kommen in der Geschichte. Und zwar gab es ja im Jahr 656 nach der Hijra, 1258 nach Christus, dann auch diesen Mongolensturm, wo wirklich tausende Menschen, abertausende Menschen abgeschlachtet wurden. In erster Linie auch Muslime. In erster Linie auch Muslime.
und sie dann am Ende auch dem Kalifat in Bagdad ein Ende gesetzt haben und Bagdad eingenommen haben und somit auch das abbasidische Kalifat ein für alle Mal vernichtet haben. Und Bagdad wurde ausgeraubt, sodass sogar der Tigris, der Fluss in Bagdad, durch die Bücher, welche in diesem Fluss geworfen wurden, sich gefärbt hatte. Subhanallah. Schwarz wurde durch die Tinte der Bücher. Und dieser Mongolensturm war für die Muslime viel gewaltiger gewesen als die Kreuzzüge. Viel gewaltiger. Wenn man sich die Geschichtsbücher anschaut, dann wird über die Mongolen unglaublich viel geschrieben. Und über die Kreuzzüge in der damaligen Zeit relativ wenig, subhanallah. Also das war wirklich ein Einschnitt, eine Zäsur in der islamischen Geschichte. Und hat auch die Muslime zurückgeworfen um Jahrhunderte. Gerade was auch die Wissenschaft betrifft. Weil das ganze Wissen ist von einem Tag auf den anderen verloren gegangen, subhanallah. Ich meine, in Bagdad gab es Bibliothek mit Hunderttausenden von Büchern, muss man sich hier vorstellen. Hunderttausenden von Büchern. Das ganze Wissen ist einfach weg. Von einem Moment auf den anderen. Stellt euch das mal vor. Unglaublich. Aber jetzt kommt etwas sehr Interessantes, was es so in der Geschichte eigentlich nicht gab. Was einmalig ist in der Geschichte. Was wirklich einmalig ist in der Geschichte. Und zwar normalerweise ist es so, dass die Eroberten die Religion und Kultur der Eroberer annehmen, oder? Das ist meistens so. Also diejenigen, die erobern, sind meistens auch kulturell und zivilisatorisch weiter als diejenigen, die erobert wurden. Und die Eroberten nehmen daraufhin was? Die Religion und Kultur und Sprache der Eroberer an. Aber hier war es anders, subhanallah. Und zwar die Eroberer haben letztendlich die Religion und Sprache und Kultur der Eroberten angenommen. Sie wurden zum Muslim. Unglaublich. Sie wurden zum Muslim. Das heißt, die Mongolen sind dann später zum Islam übergetreten. Nicht auf einmal, plötzlich, aber im Laufe der Jahrzehnte haben immer mehr dieser Turkvölker dann den Islam angenommen. Und es gab sogar eine mongolische Herrschaft, eine muslimische mongolische Herrschaft in Indien. Ich glaube, um die 8 Jahrhunderte oder 6 Jahrhunderte. Das muss man sich mal vorstellen. Und das zeigt noch einmal, wie stark die islamische Zivilisation und Kultur gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. So stark, dass die Eroberer sie übernommen haben für sich selbst. Und das gab es meines Wissens so nicht in der Geschichte. Man weiß, es ist immer umgekehrt gewesen, subhanallah. Und das zeigt, dass zu diesem Zeitpunkt, obwohl die Muslime unter sich verstritten waren, sich gegenseitig bekämpft haben, nicht eine Einheit gebildet haben, wie es eigentlich sein sollte, dass sie aber kulturell gesehen, zivilisatorisch gesehen, sehr, sehr stark gewesen sind. Sodass sie sogar ihre Eroberer von sich selbst überzeugen konnten. Und das zeigt uns auch einmal, wie eigentlich wir Muslime sein sollten. Wir sollten diejenigen sein, welche die Menschen anziehen und nicht diejenigen sein, welche die anderen imitieren. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt das immer wieder. Er sagt beispielsweise, La takunu imma'a, seid keine Nachahmer. In ahsanan nas ahsantum wa in asa'u asa'tum. Wenn die Menschen Gutes tun, tut ihr Gutes, wenn sie Schlechtes tun, tut ihr Schlechtes. Walakin wattinu anfusakum, sondern habt einen festen Standpunkt. Und diesen festen Standpunkt sollten wir als Umma haben, als Muslime haben. Ja, wir sind gerade in einer schwachen Phase, das muss man ganz offen sagen. Wir leben leider gerade in einer Phase, wo wir als Muslime sehr schwach sind. Wir leben nicht in dieser Phase, wo wir stark sind, wo andere uns nachahmen. Es gab diese Zeiten, wie gesagt, die Mongolen, sie haben den Islam angenommen und nicht umgekehrt. In Andalusien, die christlichen Geistlichen beschweren sich über ihre Jugend. Warum? Weil sie lieber Arabisch sprechen als Latein. Weil sie sich lieber Arabisch kleiden als, also europäisch, wie auch immer. Weil sie lieber Gedichte auf Arabisch aufsagen und schreiben als in ihrer eigentlichen Sprache. Die muslimische Kultur war anziehend gewesen. Sie war vorherrschend gewesen, subhanallah. Und es hat sich geändert. Aber auch in dieser Schwächephase, in der wir uns befinden, kann jeder einzelne von uns dieser Leuchtturm sein, der andere leitet. Auch in dieser Schwächephase
brauchen wir diese Stützpfeiler innerhalb der Umme, welche die Umme davor bewahren, dass sie komplett abdriftet, komplett vom Weg abkommt. Jeder einzelne von uns kann dieser Stützpfeiler sein und sollte auch danach streben, dieser Stützpfeiler zu sein. Und das führt uns jetzt zum nächsten Zeichen, das ist das letzte, was wir heute besprechen werden und wo ich nochmal über einige wichtige Aspekte auch reden möchte. Nämlich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass eine Zeit kommen wird, wo wir Muslime andere Nationen und Völker und Religionen nachahmen werden. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا. Ihr werdet diejenigen, die vor euch waren, ihre Bräuche nachahmen. Handbreite um Handbreite und Armlänge um Armlänge. حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ. Selbst wenn sie in das Loch einer Eidechse kriechen würden, würdet ihr hinterher kriechen. Also völlig irrsinnig. Selbst wenn sie die dümmsten Sachen machen würden, wo wir wissen, dass es falsch ist, ihr würdet es trotzdem machen. Und dann fragten die Sahaba, Al-Yahuda wa al-Nasara, ja Rasulullah, sind das die Juden und Christen, Gesandte Allahs? Und er sagte nur, Faman, wer sonst? Er sagte nur, Faman, wer sonst? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diesen Hadith ganz klar aufgezeigt, es wird eine Zeit kommen, wo wir die anderen nachahmen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns grundsätzlich davor gewarnt, andere in ihren religiösen Bräuchen nachzuahmen und in ihrer Lebensart nachzuahmen. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, man tashabbaha biqawmin hushira ma'ahum. Wer ein Volk imitiert, der wird mit ihnen auferstehen am jüngsten Tag. Immer wieder hören wir den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen, unterscheidet euch von ihm. Macht es ihnen nicht nach. Khaliful Mushrikin, Khaliful Yahud. Ja? Also immer wieder, habt eure eigene Identität als Muslime. Das ist unglaublich wichtig. Habt eure eigene Identität. Und darauf sollte ich als Muslim Acht geben. Und in diesem Sinne möchte ich auf eine wichtige Frage eingehen, die heutzutage unter Muslimen immer wieder ausdiskutiert wird, auch hier in Deutschland. Und wo ich das Gefühl habe, dass wir hier zwei Positionen haben, die jeweils in ein Extrem gehen und leider diese mittlere Position viel zu selten aufgezeigt wird. Und wir entweder die eine oder die andere Position haben. Aber diese mittlere, gesundere Position kaum erwähnt wird und kaum Gehör findet. Und zwar geht es um eine ganz wichtige Frage. Nämlich, wenn wir jetzt über dieses Nachahmen sprechen, wie verhält es sich eigentlich mit religiösen christlichen Festen wie beispielsweise Weihnachten, die hier gefeiert werden? Wie ist eigentlich mein Standpunkt dazu als Muslim? Und hier haben wir aus meiner Sicht zwei Extreme. Die einen, die sagen, ja, es ist doch kein Problem, Weihnachten zu feiern, sich einen Weihnachtsbaum aufzustellen, als Muslim, ich meine, ich muss mich doch integrieren, ich will doch, dass meine Kinder ebenfalls ein bisschen Spaß haben in der Zeit, weil ihre Klassenkameraden bekommen doch auch Geschenke und feiern auch zu Hause Weihnachten, also warum sollte ich das nicht tun? Und es schadet doch niemandem. Das ist eine Position, das ist ein Extrem. Das andere Extrem ist, alles, was in irgendeiner Weise mit Weihnachten zu tun hat, ist haram. Alles. Ich darf nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, ja, ich darf keine Geschenke annehmen, ich darf auf keine Weihnachtsfeier gehen, auch nicht bei Kollegen oder in der Schule. Ja, ich darf niemandem sagen, ich wünsche schöne Feiertage. Alles ist verboten. Ja, weil alles führt zum Kufr, weil ich bestätige ihren Kufr damit. Also wir haben das eine Extrem und wir haben das andere Extrem. Aber viel zu selten hören wir eigentlich, gibt es auch eine andere, mittlere Meinung, die gut begründet ist, ja, gibt es. Und ich möchte heute darüber mal sprechen, insha'Allah ta'ala. Weil das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich denke auch, dass wir das als eigenständiges Video hochladen können, insha'Allah ta'ala. Und zwar, zunächst erst einmal, gilt es, dass wir als Muslime natürlich unsere eigenen Feste haben. Gar keine Frage. Und dementsprechend ein Muslim von sich aus sicherlich kein Weihnachten feiert. Und das auch nicht tun sollte. Weil es nicht unser Fest ist. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand uns übel nehmen wird, wenn wir als Muslime kein Weihnachten feiern. Und selbst wenn, dann ist es deren Problem. Aber grundsätzlich, keiner wird es uns übel nehmen als Muslimen,
wenn wir kein Weihnachten feiern, weil man weiß, wir sind Muslime und Weihnachten ist nur ein christliches Fest. Punkt. Weihnachten ist ein christliches Fest. Warum sollte ich als Muslim Weihnachten feiern? Ich verlange auch nicht von einem Christen, auch nicht in einem islamischen Land, dass er Eid al-Fitr oder Eid al-Adha feiert. Das ist seine Feste. Ich meine, er als Christ soll auch nicht, sage ich mal, meine Feste mitfeiern. Und das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, ich als Muslim sollte natürlich kein Weihnachten feiern. Weil es sich hierbei um ein ganz klar christliches Fest handelt, was mit unseren Festen erstmal nichts zu tun hat. Und wenn ich als Muslim das tue, dann fällt es ganz klar unter die Kategorie, ich imitiere ein Volk nach in religiösen Angelegenheiten und das ist verboten. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Wie verhält es sich jetzt aber mit vielleicht das Schmücken der Fenster zur Weihnachtszeit oder das Aufstellen eines Weihnachtsbaums zu Hause? Sollte ich so etwas tun? Sollte ich auch nicht tun als Muslim. Warum? Weil das auch eine Art von Ausdruck von Feiern ist. Die einzige Ausnahme wäre, ich bin mit einer christlichen Frau verheiratet und ich respektiere ihre religiösen Gefühle, genauso wie sie meine religiösen Gefühle respektiert. Das ist dann eine Ausnahme. Das ist etwas anderes, weil ich kann eine, sage ich mal, christliche Frau, nicht einer christlichen, meiner christlichen Frau nicht verbieten, dass sie Weihnachten feiert. Ja? Das ist eine andere Sache. Ja? Aber ich rede jetzt über eine muslimische Familie. Über eine muslimische Familie. Ja? Mann ist Muslim, Frau ist Muslim, ja? Kinder sind Muslime. Warum sollten wir Weihnachten feiern? Und hier ist dieser Aspekt der Identität ein ganz wichtiger Aspekt. Ich sollte es auch nicht tun, um Rücksicht auf meine Kinder zu nehmen. Weil meine Kinder brauchen das gar nicht. Weil ich kann meinen Kindern Alternativen bieten. Im Ramadan, zum Eid al-Fitr, zum Eid al-Adha gibt es so schöne Alternativen, wo ich meinen Kindern Geschenke kaufen kann, wo ich ihnen erklären kann, warum wir auch kein Weihnachten feiern als Muslime. Ich kann das erklären und die Kinder verstehen das, wenn ich es ihnen erkläre. Sie müssen es nur verstehen. Das heißt, ich muss erstmal den Islam zu Hause leben und dann verstehen auch die Kinder, warum wir das nicht machen. Und muss nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Rücksicht nehmen auf die Gefühle meiner Kinder, weil die anderen Weihnachten feiern. Ja, aber zu der Zeit, wo wir Eid haben, haben die anderen Kinder nichts. Das ist dann der Ausgleich. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und da spielt die islamische Identität natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Also, selbst feiern als Muslim sollte man nicht. Das ist das eine. Wie ist es aber jetzt, wenn wir von Fragen des Beglückwünschens sprechen oder dass ich auch, sollte ich nicht muslimische Verwandte haben, dann zur der Weihnachtszeit meiner Familie besuche, weil die gesamte Familie zusammenkommt, als Beispiel. Ja? Oder dürfte ich Geschenke annehmen oder nicht? Dürfte ich auch Geschenke erwidern, wenn ich welche zu Weihnachten bekomme von meinen Kollegen etc.? Das ist eine wichtige Frage. Und hier haben wir jetzt sehr unterschiedliche Auffassungen. Und das, was ich jetzt gemerkt habe, online, auch sogar im deutschsprachigen Bereich, aber auch im arabischsprachigen Bereich, dass meistens jene Fatawa und jene Meinungen vorherrschend sind, die so etwas komplett verbieten. So als würde es keine andere Meinung geben. Mit welcher Begründung? Und zwar, man begründet das damit, wenn ich jemanden beglückwünschen würde zu dieser Zeit oder ihn besuchen würde oder ein Geschenk annehmen würde, dann würde ich ihn ja in seinem Irrglauben bestätigen. Und das ist Iqrarun ala al-Kufr. Also ich bestätige ihn in seinem Unglauben. Und das ist so, als würde ich jemanden beglückwünschen dafür, dass er eine Sünde begeht. Also es ist verboten. Ist das aber wirklich so einfach? Ist wirklich so einfach, dass ich sage, ich bestätige ihn in seinem Unglauben, in seiner Sünde sozusagen, in Anführungsstrichen, und deswegen ist es verboten? Haben dann wirklich alle Gelehrte das so verstanden? Nein, haben sie nicht. Und wir wollen uns das mal etwas genauer anschauen, inshallah ta'ala. Zunächst erst einmal, wenn jemand etwas verbietet, muss er natürlich einen Beleg dafür haben, dass es wirklich verboten ist. Und hier sprechen wir eigentlich nicht über eine Aqida-Angelegenheit, sondern wir sprechen hier über gesellschaftliche Interaktionen. Das heißt, ich lebe mit Menschen zusammen und jetzt stellt sich die Frage, wie sieht denn genau meine Beziehung zu meinen Mitmenschen aus, meinen nicht-muslimischen Mitmenschen? Und hier haben wir zunächst erst einmal eine sehr, sehr wichtige Ayah, die uns unsere Beziehung zu unseren nicht-muslimischen Mitmenschen aufzeigt. Und zwar in Surat Al-Mumtahana sagt Allah subhanahu wa ta'ala: La yanhaakum Allahu 'ani alladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah verbietet euch nicht, mit jenen zu verkehren,
welche euch nicht in eurem Glauben bekämpfen und euch nicht aus euren Wohnstätten vertreiben, auf dass ihr ihnen gegenüber Güte zeigt und gerecht seid. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Tamam. Wir haben also einen Grundsatz, wenn es um Menschen geht, mit denen wir friedlich zusammenleben. Und dieser Grundsatz ist was? Gerechtigkeit und Güte. Güte im Umgang miteinander. Wie sieht diese Güte ganz konkret aus? Der Islam zeigt es uns in unterschiedlichen Bereichen. Einmal, ein muslimischer Mann kann eine christliche Frau heiraten. Und er muss sie dabei unterstützen, ihre Religion auszuüben. Und auch eine jüdische Frau. Wenn ich jetzt meine christliche Frau, die ich ja liebe, sonst würde ich sie ja nicht heiraten, die Mutter meiner Kinder ist, ja? Wenn ich ihr jetzt dabei helfe, ihre Religion auszuüben, ist das nicht auch eine Bestätigung ihres Glaubens? Also ist es nicht eigentlich genau dasselbe? Also mache ich nicht eigentlich genau dasselbe, wie wenn ich jemandem sage, ich wünsche ihnen schöne Feiertage? Ist eigentlich genau dasselbe, oder? Also ich bestätige ihn in dem, was er tut. Aber der Islam gebietet das mir und das ist eindeutig, da gibt es keinen Khilaf unter den Gelehrten. Ich muss die Religion meiner Frau respektieren und ich muss sie bei der Ausübung ihrer religiösen Pflichten unterstützen als Muslim. Das heißt, wenn sie zur Kirche möchte, dann muss ich sie zur Kirche fahren. Ist das nicht auch eine Bestätigung? Und sogar eine Unterstützung dabei ist eine Unterstützung. Aber warum erlaubt das Allah Ta'ala? Er erlaubt das nicht. Er erlaubt das nicht, weil da die Gefahr besteht, dass ich sozusagen das annehme, was sie tut, oder sie in ihrem, jetzt in Anführungsstrichen, Unglauben, ja, unterstütze, sondern weil die Toleranz das gebietet in diesem Fall. Und der Respekt gegenüber dem anderen Glauben. Weil der Islam lehrt uns auch, diesen Respekt zu zeigen. Gut, dann, in islamischen Ländern gibt es überall Kirchen. Und der Islam gebietet uns, dass wir diese Kirchen schützen. Wenn ich jetzt eine Kirche schütze, ist das nicht auch eine Bestätigung ihres Glaubens? Das ist eine Bestätigung, ja? Aber die Toleranz gebietet das, dass wir das tun. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam kam eine Gruppe von Christen aus Najran, aus dem Jemen. Und sie diskutierten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie akzeptierten den Propheten nicht als Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben ihn abgelehnt. Und haben dann aber in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie es Ibn Ishaq überliefert, gebetet. Ihr christliches Gebet in der Moschee. Gut, meine Frage an euch. Vor dem Propheten, den sie ablehnen, in seiner Moschee, beten sie ihr christliches Gebet. Müsste man dann nicht, wenn man diese Haltung hat, wir dürfen sie in keiner Weise sozusagen unterstützen oder irgendwie, müsste man nicht sagen, der Prophet hätte das eigentlich verhindern müssen, weil das ja sonst eine Bestätigung ihres Glaubens ist? Ja? Also wenn wir nach dieser Logik gehen würden, dann wäre jegliche Form von Toleranz gegenüber einem Nicht-Muslim eine Form von Bestätigung ihres Glaubens. Als würde ich dann sagen, ich finde das gut, was du machst. Nein, ich habe meine Religion, du hast deine Religion. Ich respektiere das. Am Ende wird Allah Ta'ala darüber entscheiden. Und daran erkennen wir, dass die Sache nicht so einfach ist, dass ich sage, nur weil ich jemandem schöne Feiertage wünsche, dass ich deswegen sage, ich finde gut, dass du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das hat eigentlich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es geht hier nur um ihn, sozusagen menschliche Interaktion, dass wir friedlich in der Gesellschaft miteinander leben können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Dieser gesellschaftliche Frieden ist eine der hohen Ziele des Islam. Ist eine der hohen Ziele des Islam. Und der Islam möchte, dass die Menschen friedlich miteinander leben und nicht im Krieg miteinander leben. Und da gehört es auch dazu, dass man sich zu Festen gegenseitig beglückwünscht. Das ist etwas ganz Natürliches. Dann sagen einige, ja, aber würdest du auch jemanden beglückwünschen, wenn er Zina macht? Ich sage ja, wenn das für ihn halal ist, ja. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast einen Kollegen auf Arbeit. Der ist kein Muslim. Und der hat eine Freundin und sie kriegen ein Kind. Beglückwünschst du ihn dafür oder nicht? Er hat doch Zina. Er lebt in Zina, im Haram. Aus meiner Perspektive als Muslim lebt er im Haram. Darf ich ihn beglückwünschen oder darf ich ihn nicht beglückwünschen? Natürlich darf ich ihn beglückwünschen. Warum? Weil er ist doch kein Muslim. Er ist doch kein Muslim, dass ich ihn nicht beglückwünschen würde. Wenn es ein Muslim wäre und er lebt im Haram, dann würde ich ihm eine Nasiha geben. Aber bei einem Nicht-Muslim kann ich doch nicht erwarten, dass er sich an das hält, was ich tue. Taib, Tamam.
Sagen wir mal, es ist eine Ehe, eine christliche Ehe. Ein christlicher Mann, eine christliche Frau haben geheiratet. Aber das, die Ehe im Christentum ist auch ein Sakrament. Es gibt doch diese sieben Sakramente. Diese sieben heiligen Dinge. Das heißt, sie ist eigentlich religiös gesegnet. Wenn ich also jetzt meinen christlichen Nachbarn beglückwünsche dafür, dass er geheiratet hat in der Kirche, bestätige ich dann eigentlich auch seinen Glauben? Also ihr seht im Grunde genommen, wenn ich mir das nur aufteile, dürfte ich ja gar nichts mehr machen. Dürfte ich ja niemanden mehr für etwas beglückwünschen. Und warum wird jetzt solch ein Aufstand gemacht, wenn es um Weihnachten geht? Ja? Oder um andere Feste? Ich beglückwünsche ihn ja nicht, weil ich es gut finde, dass er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sondern ich sage einfach nur, ich wünsche ihm schöne Feiertage. Besinnliche Feiertage. Kann da aber machen für ein höheres Ziel. Was soll daran verboten sein? Und das ist ein Aspekt, den nicht ich allein behaupte, sondern das ist das, was du wirklich auch in dem Mazahib findest. In den Büchern. Und du hast hier unterschiedliche Überlieferungen. Und ich will euch einiges zitieren, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das einfach verstehen, inshallah ta'ala. Und auch sehen, dass, subhanallah, die Gelehrten das über die Geschichte hinweg völlig anders gesehen haben. Und auch Gelehrte, die sehr streng waren, haben aufgezeigt, was eigentlich damit gemeint ist. Und zwar, zunächst erst einmal, bei den Schafi'iten hast du Ibn Hajar al-Haythami, ein großer schafi'itischer Gelehrter, der über diese Frage gesprochen hat, wenn es um Feste von Nicht-Muslimen geht. Und er hat einen Unterschied gemacht zwischen, dass ich mich an einem Fest beteilige, um es nachzuahmen. Also ich möchte jetzt Weihnachten feiern beispielsweise. Deswegen beteilige ich mich daran. Ich gehe in die Kirche, ich mache jetzt einen Weihnachtsbaum bei mir, stelle ich bei mir zu Hause auf. Das ist natürlich etwas, was verboten ist. Und dann, ja, dass ich sozusagen sie nicht imitieren möchte, sondern es einfach nur mache, ja, um diese, sag ich mal, sozialen Kontakte zu halten. Und er sagt ganz klar, وَإِن لَمْ يَقْصُدْ أَتَّشَبُّهُ بِهِمْ أَصْلًا وَرَأْسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Wenn er überhaupt nicht die Absicht hat, sie zu imitieren oder sie nachzuahmen, ja, in ihren religiösen Eigenheiten, فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ, so ist das überhaupt kein Problem. Dann, ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar wurde Ibn Taymiyyah gefragt in seinem Buch Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Das ist eines der Bücher, auf das man sich stützt in dieser Frage und aus dem die Leute nehmen, dass es verboten ist, in jeder Hinsicht sozusagen sich zu beglückwünschen. Aber er schreibt selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte, dass wir das einfach verstehen, weil das immer wieder auch erzählt wird und ich sage, es ist nicht so einfach, einfach zu sagen, es sei haram. فَأَمَّا مُبَايَعَتُهُمْ مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ هُمْ بِهِ عَلَى عِيدِهِمْ أَوْ شُهُودِ أَعْيَانِهِمْ لِلشِّرَاءِ فِيهَا فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدِ. Was nun das betrifft, dass du ihnen etwas verkaufst, also den Christen, ja, womit sie sozusagen dann etwas sich kaufen können, was sie brauchen für ihre Eid, beispielsweise Weihnachtsmänner etc., ja, oder damit man sozusagen dann an ihrem Eid feiern kann. So haben wir hier etwas, was auf Imam Ahmed zurückgeht. Und Imam Ahmed ist sehr streng gewesen in dieser Sache. Und er sagte, Imam Ahmed, هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب. Diese Feste, die wir in Ascham haben in Syrien, das sagt jetzt Ahmed ibn Ahmed, wie طور يانور und دير أيوب. Das sind irgendwelche Feste, die damals gefeiert wurden. وأشباهه يشهده المسلمون. Und ähnliche Feste, an denen auch Muslime beteiligt sind. يشهدون الأسواق. Sie gehen zu den Märkten, wie heute im Weihnachtsmarkt. ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر. Und sie bringen dann sozusagen, um das zu verkaufen, ja, Kühe, Schafe und Weizen, um es zu verkaufen, und Mehl. وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. Nur, dass es auf dem Markt ist, wo die Leute kaufen können, wo sie halt feiern. Ja, das ist wie der Weihnachtsmarkt damals, wie heute Weihnachtsmarkt, war es damals ihr Markt gewesen. Aber sie gehen nicht in die Kirche, um dort sozusagen daran teilzunehmen. وَإِنَّمَا يَشْهَدُونَ الْأَسْوَاقِ, sondern sind nur auf den Märkten. Wenn, sagt er, Ahmed ibn Hanbal, wenn sie nicht in die Kirche gehen und dann am Gottesdienst teilnehmen, sondern nur auf dem Markt verlaben, so ist das kein Problem. Das sagt Imam Ahmed ibn Hanbal. Das sind nicht meine Worte, das sagt Imam Ahmed ibn Hanbal. Das zitiert Ibn Taymiyyah in seinem Buch Sirat al-Mustaqim. Ja? Und das ist eine Sache, die wir verstehen müssen. Das heißt, der Islam hat uns nie verboten, zu interagieren mit den Menschen. Wir leben, das ist eine muslimische Gesellschaft. Hör mal vor, das ist eine muslimische, wir reden hier von einer nicht-muslimischen Gesellschaft. Das heißt, wir sind hier die Minderheit und nicht umgekehrt.
Und dann kommen einige Leute und wollen uns sagen, ihr dürft nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, ihr dürft nicht das machen, ihr dürft keine Weihnachtsmänner für eure Kinder kaufen, weiß ich nicht was. Woher habt ihr das denn? Dann, also es gibt so viele Aussagen, ich habe so viele Sachen gefunden diesbezüglich, ja, auch von verschiedenen Gelehrten, auch sehr, sehr großen Gelehrten aus unserer heutigen Zeit, welche diese Meinung haben. Und deswegen müssen wir hier unterscheiden. Ja, dieses Traditionelle, dass ich mit den Menschen nur mal hier in Deutschland rede und die wünschen sich frohe Weihnachten, wie auch immer. Wenn ich nicht das Wort Weihnachten benutze, dann benutze ich eben frohe, weiß ich nicht, Feiertage, wie auch immer, irgendetwas. Aber dass ich höflich zu den Menschen bin, sie respektiere in ihren Eigenheiten und das nicht als eine Art Bestätigung des Kufrs sehe, ja, das sollte etwas sein, was uns eigentlich klar sein sollte. Und dementsprechend hier auch eine wichtige Sache, eine wichtige Frage. Und zwar, wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt beispielsweise eine christliche Familie habe? Oder eine deutsche Familie, ich bin konvertiert, ja, und die feiern Weihnachten. Und das ist der einzige Tag, die einzige Möglichkeit, ja, für die Familie zusammenzukommen zu Weihnachten. Das ist auch in Deutschland, das wissen wir so. Darf ich daran teilnehmen oder nicht? Und hier müssen wir wieder ganz klar unterscheiden, zwischen was? Zwischen dem religiösen Feiern, das heißt, ich gehe in die Kirche und feiere Weihnachten in der Kirche, daran darf ich dazu nicht, als Muslim teilnehmen, ist klar. Und zwischen dem Familientreffen im Nachhinein, wo die Familie zusammenkommt und sich einfach beschenkt. Das eine hat mit dem Religiösen überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur was, Tradition hier in Deutschland und die Menschen kommen nun mal genau in dieser Zeit zusammen. Sie kommen, weil sie frei haben, sie haben Feiertage. Das ist die einzige Zeit, wo sie wirklich die Möglichkeit haben, sich gegenseitig als Familie zu besuchen. Und das hat einfach Tradition hier in Deutschland. Das heißt, wenn ich als Muslim eine nicht-muslimische Familie habe und die legen Wert darauf, dass ich unbedingt daran teilnehme, weil wir uns als Familie treffen, ja, soll ich dann das boykottieren und sagen, es ist absolut haram, dass ich daran teilnehme? Oder sollte ich dann für ein höheres Ziel, nämlich um die Familienbande zu pflegen, nicht daran teilnehmen? Oder daran teilnehmen? Ja, am Ende muss das jeder selbst entscheiden. Aber es ist auf keinen Fall haram. Es ist auf keinen Fall haram, weil ich überhaupt nicht den Sinn und weil ich überhaupt nicht das Ziel verfolge, Weihnachten zu feiern, sondern ich verfolge das Ziel, meine Familie zu besuchen. Ein großer Unterschied, ein gewaltiger Unterschied. Ja? Und wie wir das gerade gehört haben, es kommt immer auf den Zweck an. Warum tue ich eine Sache? Und hier nochmal eine Fatwa von einem sehr, sehr großen Gelehrten aus Qatar. Und zwar, wie heißt der Sheikh nochmal? Ich habe den zum ersten Mal kennengelernt, aber das ist ein, ich habe das auch, der hat auch viele Fatwa. Und ist sehr bekannt, wie heißt es nochmal, der Sheikh, ich habe seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall, er schreibt in seinen Fatwa Folgendes, ja, und wo es wirklich darum, er ist ein großer hambalitischer Gelehrter, der auch in Saudi-Arabien studiert hat, und überall in den Golfstaaten. Und er sagt, ist es erlaubt, sozusagen zu dieser Zeit halt Kontakt zu den Menschen zu haben und sie zu beglückwünschen oder sogar an ihrem Festen teilzunehmen. Und er sagt, an Mu'ayyadat al-Mukhalifin fi al-Din min al-Nasari aw ghayrihim fa'lam annahu laysa 'indana fi al-Shar'i man'un batun 'an mithli dhalik. Was nun die Mu'ayyada betrifft von Nicht-Muslimen, dass ich sie sozusagen zum Eid beglückwünsche, ja, ob Christen oder andere, so wisse, dass es in unserer Religion hierfür kein eindeutiges Verbot gibt. Im Gegenteil ist er das überliefert worden, was dem widerspricht, dem Verbot. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا كان مريضا. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat was? Einen Juden besucht, der krank gewesen war. والعيادة نظيرة المعايدة. Und der Krankenbesuch ist genauso wie ein Besuch zu einem Festanlass. Ein Besuch zu einem Festanlass, wenn es ein Fest gibt. واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم. Okay, das ist jetzt gerade nicht wichtig. Wichtig ist, dass er am Ende sagt, ja, dass es erlaubt ist, sozusagen, dann für solch einen Zweck, ja, auch jemanden anderen zu besuchen, wenn es um beispielsweise ein Fest geht. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Und deswegen, ja, ich weiß, meistens findest du immer nur die Meinung, Weihnachten haram, und dann wissen die Leute gar nicht, was das bedeutet. Was heißt Weihnachten haram? Was bedeutet das, Weihnachten ist haram? Ja? Und die Leute können damit nicht umgehen. Ja, und ich kenne sehr viele Konvertiten, die jahrelang, die mir das erzählt haben, jetzt erst gestern hat mir das jemand erzählt und am Freitag hat mir das eine Schwester erzählt, die jahrelang ihre Familie boykottiert haben und die Familie dann es große Probleme gab zwischen ihnen und der Familie, ja, weil sie dann zu bestimmten Anlässen einfach nicht anwesend waren.
obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist. Wie wir gerade hier sehen, anhand verschiedener Verdauer und Aussagen von Gelehrten, die das nicht verstanden haben als Bestätigung des Kufurs. Wie es dann immer wieder viele behaupten und dann emotional werden, willst du jemanden etwa daran bestätigen, dass er daran glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wo habe ich das gesagt? Ich wünsche ihm nur alles Gute zu dieser Zeit, nicht mehr und nicht weniger. Im Gegenteil, ich kann sogar Da'wah mit ihm machen, weil ich ihm nicht sagen kann, schau mal, wir glauben auch an Jesus. Nutze es doch zur Da'wah, dass man über Jesus spricht, weil die meisten Deutschen nicht mal wissen, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Frag mal Deutsche auf der Straße, warum feiert ihr Weihnachten? Ich bin mir sicher, ja, 80% der Leute wissen nicht, warum sie überhaupt Weihnachten feiern. Und dann kommst du als Muslim und sagst ihnen, ihr feiert Weihnachten wegen Jesus. Aber wusstet ihr, dass wir auch an Jesus glauben? Subhanallah. Ja? Sehr wichtig. Und deswegen müssen wir mit solchen Dingen immer mit was umgehen? Mit Hikmah, mit Weisheit. Und sollten auch schauen, gibt es vielleicht zu diesen Online-Fatawa, die wir teilweise finden, die meistens aus Saudi-Arabien kommen, das muss man auch ganz offen sagen, ja, aus einer ganz bestimmten sozusagen Region kommen, von ganz bestimmten Gelehrten kommen, die da sehr, sehr streng sind, ja, in diesem Punkt könnte es sicher, dass es noch andere Fatawa diesbezüglich gibt, damit ich dann nicht diesen Streit mit meiner Familie habe und mich mit meiner Familie überwerfe, obwohl es gar nicht notwendig ist. Ich kenne Leute, welche vom Islam abgefallen sind, genau wegen dieser Sachen. Sie haben das so streng ausgelebt und dann haben sie gehört, das ist gar nicht so streng. Und sie sind von Islam abgefallen, weil sie damit nicht klargekommen sind. Und deswegen müssen wir aufpassen, welche Verteilung wir verbreiten. Dass wir für die Menschen Lösungen aufzeigen, auf Grundlage unserer Religion, nicht gegen unsere Religion, auf Grundlage unserer Religion. Und Alhamdulillah, wir sehen, ja, und ich könnte euch noch viele Zitate vortragen jetzt, aus dem Madhab, die genau das bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Und selbst diejenigen, welche sagen, ich habe trotzdem Bauchschmerzen mit deiner Sache, denen kann man sagen, okay, Achi, du musst ja nicht sagen, fröhliche Weihnachten. Sag doch einfach, ich wünsche Ihnen alles Gute in dieser Zeit. Irgendetwas anderes, um dann trotzdem diese soziale Beziehung aufrecht zu erhalten. Ja? Also fassen wir zusammen, das ist nämlich ein wichtiger Punkt, nochmal am Ende, inshallah ta'ala. Nummer 1, wir Muslime feiern natürlich kein Weihnachten. Ist klar. Nummer 2, wir sollten auch davon ablassen, einen Tannenbaum bei uns aufzustellen oder zu schmücken, weil das nämlich nicht gut ist für unsere Identität. Nummer 3, kann man Leute beglückwünschen zu Weihnachten oder nicht? Eventuell sogar die Familie besuchen, wenn die Familie christlich ist? Ja, kann man, das ist möglich. Und wir haben hier ganz klare auch Aussagen von Gelehrten, die das nicht als eine Bestätigung des Unglaubens gesehen haben, sondern lediglich als gesellschaftliche Interaktion, nicht mehr und nicht weniger, auf Grundlage der Ayah in Surat al-Mumtahina, wo wir aufgefordert sind als Muslime, Birr, Güte zu zeigen gegenüber den Andersgläubigen. Ja, dass wir das nochmal insha'Allah ta'ala auch so zusammengefasst haben. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahirrahmanirrahim, wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.